So, und wir wollten dann hier runter, ne? Und da und so. Und rüber. Okay. Kein Ding. So. Mal kurz gucken. Ja, müssen wir jetzt da runter. Ach ja. Oh, guck mal, da hinten liegt was. Was Leuchtendes. Netter Fund. Bringen wir sie zu See. Bringen wir sie zu See? Sie zu See. So. Das war nämlich hier, ne? Wo wir noch gesagt haben, nee, nicht hier. Da. Nee. Wo wir noch gesagt haben, das machen wir dann beim nächsten Durchlauf. Da geht's irgendwo rüber. Ja, eine Etage tiefer. Das da? Ja, dann. Basaltgraben. So, machen wir mal Tarzan. Ah, da haben wir wieder so eine tolle Kammer. Eine Rätselkammer. Das sind übrigens 7 Stück. Die müssen wir alle knacken, bevor wir da so ein nächstes Upgrade freischalten können. Willkommen, Jedi. Centauri Kree. Holla. Der Weg, den wir beschreiten müssen, ist für uns nicht immer sofort sichtbar. Nur durch Geduld, Nachdenken und die Weisheit der Macht wird er erscheinen. Du Scheiße. Okay, gehen wir erstmal runter, würde ich sagen. Und checken mal die Lage. Okay. So. Ah. Okay, jetzt ist da offen und da nicht. Wo wollen wir uns zuerst hin? Komm, wir gehen erstmal da vorne hin. Da liegt auch ein Echo. Sie glauben also, dass etwas hinter dem Abyss ist? Richtig. Ein Planet. Nun, hoffentlich ist er den Aufwand wert. Okay, da bräuchte man noch eine Kugel, um darüber zu kommen. Das Ding ist kaputt. Das heißt, wir müssen das hier machen. Wo? Ah, guck mal. Echo. Wo zum Geier kriegen wir eine Kugel her? Hat noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt. Nein. Und bei dieser speziellen Aufgabe scheint sie besonders engagiert zu sein. Und da geht's noch höher. Da liegt sogar eine Disk. Aber jetzt kein Fahrstuhl hier, ne? Nein. Okay, okay. Gut, dann sind wir hier. Ah. Ein Schlitz. Damit kommen wir wieder zum Anfang, ne? Ja. Ja, ja, die Echos sind sehr hilfreich. Also stellenweise sollen die halt, einfach nur so Hintergrundinformationen geben. Aber bei manchen denke ich mir auch, what? Dafür bezahlt ihr Synchronsprecher?
Kugel. Okay, nimm mal mit. Die kann ich doch auch werfen, ne? Liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben, liegen bleiben. Nicht liegen bleiben. Komm, 3 Punkte Wurf. Aber hier, dann müsste sie ja über Bande liegen bleiben, ne? Bleibst du liegen? Aha. Ah, ne. Wieder eine gekriegt. Wenn ich jetzt mal da hoch schmeiß, in den Topf hier Pfeffer? Ne, geht nicht. Okay. Ich nehme sie mal mit. Pack sie mal da rein, bevor sie verloren geht. So, dann das zurück. Dann du mitkommen. Hätte ich die Fahrstuhl mal unten gelassen, ne? Oh, ich treffe von hier. Ist das geil? So. Okay, das schaffe ich wohl eher nicht. Lang. Stop. Hammer time. Ein Echo. Oh. Also Kratzspuren bedeuten immer rumkrabbeln. Wie soll das denn? Ah, das lässt sich aber aktivieren, ne? Wenn wir noch eine Kugel finden. Alter. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Guck mal, da oben liegt auch noch ein Echo. Und leuchtet vor sich hin. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Da ist auch ein Echo. Achtung. Mein Padawan ist ungeduldig. Waren wir das einst nicht alle? Die Frage ist, wie er es überwindet. Er muss lernen, sein Leben zu entschleunigen. So, das hat mir jetzt genau gar nichts gebracht, hier hinzugehen. Oder tut sich hier noch was? Was? Du weißt einfach, wo du suchen musst. Ein geheimes Treffen. Krakelige Schrift an einer Wand, hastig und in einem simplen Kindercode geschrieben. Treffen später am üblichen Ort. Luke und Leia, die Geschwister, die... ne? Mehr voneinander wollten. Ich wette, sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Oh, kann ich von hier? Nein. Kann ich von... Nein. Ein Stück noch. Oh. Das ist aber schade jetzt. Das muss ich mal eben gut überlegen. Was passiert denn, wenn wir den Hebel da hinten umlegen? Guck mal, da müsste ich rein, da oben. Dann kriege ich da was. Das schaffe ich aber von hier nicht. Da muss das Teil hier aktiviert werden.
Ob ich das überlebe, wenn ich da jetzt runterjumpe? Fällt mir das raus? Ja, sicher. So, der Hebel. Oh. Okay, cool. Schaffen wir den Sprung? Bestimmt. Ja. Nochmal eine Kugel. Alter, soll ich die ganzen Kugeln hernehmen? Nicht von da. Ja, und da müssen wir hin. Das ist Ente. Weil wie die Köche sagen, Ente gut, alles gut. Kiste. Okay. Das war wieder ein Kapitel aus dem Buch. Der Weg war umsonst. Aber ich um die Ecke jumpen? Nee, ich brauche eine Kugel hierfür. Dringend. Wo kriege ich die? Ah. Man könnte vielleicht hier den Weg zurückgehen, die Kugel schnappen. Und dann geht dann nur das weg. Aber da kommen wir auch niemals an die Kugel da hinten dran. Oh. Da muss man ja richtig überlegen. Komm, sterbe ich, wenn ich das mich fallen lasse? Zum Glück nicht. Okay. So. Mal wieder runter. Und dann gucken wir mal, ob wir die Kugel da kriegen. So, packen wir die hier rein. Holen uns das Echo. Und dann fahren wir mal hoch. Eine Sackgasse? Was soll denn das? Okay. Nein, ich kann das lösen. Ja. Eine Sackgasse. Eine Straße, wo rechts und links nur Männer stehen. Haha. Da komme ich im Leben nicht hoch. Oder? Auf jeden Fall brauche ich die Kugel für irgendwas. Also um da abzuhauen, müsste sie schon reichen, ne? Das ist ja jetzt aber auch nicht mein Ziel. Ah. Kann ich die Kugel da oben rein? Was ist das denn? Okay. Wenn ich da einen Dunkin reinmache da oben. Aber wie komme ich denn da hin? Aber das sind da so Dinger, wo ich gar nicht so mag, ne? Diese Puzzle. Wie kriegen wir das hin? Dass die da. Die da do. Da die... Keine Ahnung.
Was ist mit denen? Ah, da kann man umlenken. Jo, mach doch. Oh, das ist gut. Das ist gut. Nee, weil wir sind da unten rausgekommen. Als wir von da drüben durch den Schlitz gelaufen sind. Naja, komm. Ja, aber... wir holen das Ding mal und dann gehen wir mal weiter. Das kriegen wir doch hin. So. Jetzt haben wir die hier platziert. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, jetzt müssen wir mal taktisch überlegen. Dann haben wir erstmal keine Kugeln mehr. Brauchen wir aber auch nicht, weil wir können ja hier rüber. Oh, warte mal, pass auf. I show you anhand von Beispielen. So, runter. Und hier durch. So, dann haben wir nämlich diese Kugel, die wir dann wohin feuern können. Wir brauchen eine Halterung dafür, sonst verlieren wir sie. Guck mal, das ist theoretisch machbar, ne? Warte mal. Einfach mal probieren. Ja. Nur bringt es uns halt nichts, ne? Wenn wir da kaputt gehen. Ah, hätten wir. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf. Das Dingen muss wieder zurück. So. Weil die Halterung brauchen wir jetzt. So. Da können wir nämlich, wenn es reicht, die Kugel da hinschmeißen. Gib mal her, das Dingen. Oh, komm. Schade. Und wenn wir... so, schnell. 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 Hose. Wo ist sie? Nein, wo ist sie? Sie ist wieder oben. Damn. Boy. Okay, okay. Okay, okay, okay. Warte. Das kriegen wir hin. Ich will das hinkriegen. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal in die Kammer da reinzugehen. Zum Abluten. Sie da unten reinschmeißen. Brauchen wir da aber wieder eine Kugel, ne? Könnten wir aber allerdings von da oben nehmen. Dann haben wir aber nichts gewonnen, oder? Wir müssen eine weitere Kugel da hoch befördern. Doch, das könnte... das könnte tatsächlich funktionieren. Wenn wir die da unten reinkriegen. Nein, ist so weit. Oder? Ja. Okay. Noch eine Halterung? Nee, ne?
oben war ja auch keiner, ne? Das könnten wir so da hinschmeißen. Ja, was macht ihr mit mir? Guck mal, das würde doch reichen. Damit kann ich hier nicht durch, ne? Natürlich nicht. Okay. Warte mal. Ich schmeiß jetzt mal dahin. In der Hoffnung, dass er da drüben liegen bleibt. Wenn ich mich jetzt hier beeile. Naja, die ist schon zurück, ne? Ja. Leute. Kriechen die Kugel da weg. Es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Sag ich mal so, wenn man Jugendlichen Leichtsinn. Aber wenn ich hier von der Seite hier probiere mal rüber zu werfen. Oder von hier? Das ist ja natürlich noch weiter, ne? Nein. Aber da. Er kann doch nicht angehen. Warte. Wie stellen die sich das vor? Ich schmeiß mal. Ah. Kommt gar nicht erst so weit. Okay, Leute, wenn ihr eine Idee habt, jetzt ist der richtige Moment dafür. Mal, wie schnell geht denn das da weg? Schnell und auch von der falschen Seite. Das würde ich unmöglich schaffen, da zurückzurennen. Ich könnte es aber vielleicht schaffen, dahin zu schmeißen. Oh, guck mal. Ich kann an der Wand hier entlang. Warte mal kurz. Ich hole mal die Ding runter. Die Halterung. Was denn hier? Nee, ne? Ist zu weit. Ist zu weit, ja. So, jetzt könnte ich hier runter. Und das bringt mir genau gar nichts. Na, immerhin. Okay, dann versuche ich mal zu sterben. Hat nicht geklappt. Boah, ich wollte gerade sagen, dass wir hier bloß nicht hängen. Okay, das ist definitiv falsch. Wenn ich die Kugel jetzt aber hole, ne? Dann komme ich da nicht mehr hoch. Oder? Oder? Wo ist denn gerade die obere drin? Die ist da drin. Damit ich hier einen Laufweg habe, von Anfang dahin. Das heißt, wenn ich die von da oben hier runterschmeiße, dann habe ich zwar hier... einen Weg. Warte mal
Kann ich von hier? Ich teste mal was. Kann ich von hier hoch? Geht das? Ja, das geht. Okay. Würde bedeuten, dass ich, wenn ich jetzt hier hoch gehe, ne? Von der Seite die Kugel hol. Die da hinten. Also die da oben, darunter. Ja, komm, so machen wir es mal. Ist gerade schwer nachzuvollziehen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich mach's einfach mal. So, pass auf. Einmal hoch. Dann einmal rüber. Dann schmeißen wir die darüber und dann... Pass auf. Suppe. So, das Ding ist drin. Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Das ist die nächste Frage. Stimmt nicht, oder? Fuck. Könnte ein Fehler gewesen sein jetzt. Aber ich kann doch hier rüber jumpen, oder? Ja. Gut, weil von hier kann ich ja mit dem nicht vorhandenen Fahrstuhl. Scheiße. Sterbe ich hier? Nö. So, dann kann ich mir jetzt hier die Kugel holen. Die da. Will ich die Kugel holen? Ich will. Aber ich krieg sie nicht. Doch. So, dann packen wir die Kugel mal. Erstmal hier hin, bevor sie mir jetzt aus der Hand gleitet. Dann haben wir die Geschichte. So, haben aber immer noch nicht diese Kugel. Das macht aber nichts, weil... Pass auf, pass auf. Jetzt kommt der spannende Part. Wir nutzen diese Brücke, beeilen uns wie die Sau darüber zu kommen. Oh, fuck. So, war das ein Muster? Nee, das geht. Okay. Oh! Alter, war's knapp. So. Machen wir das nämlich so und gehen dann hier hoch. Und schnappen uns die Kugel von hier. Wow, das war knapp. So. Dann haben wir nämlich zwei Kugels. Hätten aber vielleicht den Fahrstuhl hier mal hochfahren lassen sollen. Scheiße. Okay. Bringen wir sie wieder zurück. Aber so geht's. So geht's. Schnipp. So. Könnt ihr mir noch folgen in meinen wirren Gedankengängen? Wow. Okay. So. Du fährst hoch. Wir springen wieder zurück. Gehen da hoch.
holen die Kugel, schmeißen die oben in den Korb, machen 2 Punkte und gewinnen das Match. Verstehen Sie? Oh, ob das geht, Alter? Die trifft doch im Leben nicht. Bin ich ein Tier? Tadam. So, das alles für so eine kleine Kiste. Aber ist egal. Geil. Geil, geil, geil. Dann kriege ich die Kugel jetzt natürlich dann nicht mehr weg, ne? Oder könnte das reichen? Jawohl. Beautiful. Beautiful. So, können wir die wieder reinschmeißen und uns hier verpissen. So. Sieht nicht so aus, als wäre da noch irgendwas drin. Wir haben die Kammer gemeistert. Juhuah.